wenn ich einen Charakter in einem Rollenspiel wäre, was denn meine Waffen wären, also womit ich kämpfen würde. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich wäre sowas wie Kampfmagier. Ich hatte, also es ging irgendwie ums, da hat jemand Sword Art Online gesehen und mich dann gefragt, ne, wie ich denn, also ne, was ich denn für eine Klasse wählen würde, ne? Also bei Sword Art Online ging das ja, dass man nur eine, also man konnte nur Schwertkampf, es gab keine Magie, ne? Aber ich glaube, ja, sowas wie Miracle, das wäre mir zu stressig. Ich glaube, ich wäre sowas wie Sarah. So ein, ja, doch mehr wie Sarah. So. Ne? Ich habe Spells, mit denen ich mich verteidigen kann, bin aber eigentlich mehr so der Gruppenmensch. So wie in Vindictus meine Eevee. Ne, Stab-Eevee hatte ja bis zum letzten Update mehr so die, also sie war eigentlich mehr als Support-Charakter gedacht, aber der Charakter hat jetzt ein Rework gekriegt und sie hat jetzt irgendwie 20 mehr Spells als vorher gefühlt. Und, naja, sowas halt, ne? Also die Eevee konnte vor dem Update, halt, wie heißt's? Gegner einfrieren und all das. Ob sie es immer noch kann, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube schon. Also ich weiß gar nicht, ob sie den Eisspeer noch hat. Weil ich habe Vindictus noch, also nach diesem Eevee-Rework noch nicht wieder gespielt, obwohl ich es eigentlich mal machen sollte. Weil ja Eevee immerhin mein Main ist. Also Stab-Eevee. Aber, ne, also ich fand diese Eigenschaften immer toll. Also dieses Einfrieren können und sowas. Also ich wäre, glaube ich, so wie Stab-Eevee. Ja. Das wäre so genau mein Ding. Amateurs, throwing their lives away for nothing. Death himself has nothing to fear. Oh, er hat Blutsturm gelernt. Das klingt böse. Guck ich mir mal an. Kenntnisse. Alter, 379. Alter. Und das ungelevelt. Würde ich gerne mal sehen, Blutsturm. Jetzt geht's hier weiter. Ja. Ach. Wobei ich sagen muss, der Dungeon zieht sich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Bei Final Fantasy XIII war das ja immerhin noch abwechslungsreich, das Gebiet. Hier ist das irgendwie ziemlich eintönig. Es will keiner. Ach, kein Wunder, sie war auf den da hinten. Los, greif an. Greif an. Ach, jetzt hat er sich geteilt. Eklig. Los, hin da. Ja, dass sie den immer wegstößt, das nervt mich teilweise doch so ein bisschen. Oh, drei Todesstöße. Prozent mehr Erfahrung. Yay! Ja, komm du auch her. Und nach dem Kampf gucke ich mal, wie viel Geld wir jetzt gemacht haben. Wahrscheinlich verschwindend gering. Au, böse. Okay, die dürfen wir auch nicht.
Ja, die Attacke geht auch ab. Alter, der Penner. Oh, da war Blutsturm. Heiliger Schmerz. Heieiei. Ich bin mal ganz kurz dafür, dass wir Kenntnisse einsetzen. Lümmeli, Symbol, Heilung. Und dann brauchen wir einmal Gegenstände einsetzen. Jetzt dauern die Kämpfe wahrscheinlich ein bisschen länger, weil sie keine MP einsetzen sollen, aber ist mir egal. Die verbraten mir zu viel und ich habe nur 20 von den Dingern dabei. Okay, warum bin ich den anderen Weg nicht gegangen? Egal, hole ich mir die Kiste da. Ja, ist gut. Ich hör schon auf. Oh, der ist sogar präventiv. Das war daneben. Hey, kritischer Treffer. Yeah, kritischer Treffer. Ich habe das Gefühl, so weniger Magie die anderen einsetzen, desto mehr setzt Amurat ein. Ja gut, dann wollen wir weiter nach unten und dann jetzt hier rüber. Gut, und da unten ist da noch eine Kiste. So, auf den einen Gegner hatte ich jetzt echt keinen Bock. Die Seite. Hier. Ne, auf den habe ich echt keinen Bock. Der ist so langatmig. Genau, wir wollten ja gucken, wie viel Geld wir erwirtschaftet haben. Pff, geil. Nichts. Gut, wir müssen jetzt hier rein. Und dann links. Ja. Wobei wir auch rechts können, ne? Na, wir werden wahrscheinlich eh beide Wege ablaufen, daher. Also die Geldausbeute hier ist ja wirklich erbärmlich. Okay, er spammt es wirklich. Aber sieht doch echt gut aus. Muss ich zugeben. Gut, dann wollen wir mal. Kiste. Okay, die können wir nicht öffnen.
Gut, dann wollen wir mal hier rum wieder zurück. Und dann durch den anderen Gang. Ne, ich habe keinen Bock auf dich. Wobei der gerade echt ein gruseliges Geräusch von sich gegeben hat. Ach, da hinten war eine Sackgasse. Na, oh, ich kotze gleich. Gut, wir müssen doch den anderen Weg. Also ich muss echt sagen, also weder die XP, die wir hier kriegen, noch das Gold ist irgendwie nennenswert. Da vorne kann man runterspringen. Jetzt sehe ich das erst. Gut, das heißt, wir gehen jetzt doch erst oben rum, holen uns die Kiste, springen dann runter und gehen dann von da aus den Weg dann hier wieder zurück. Gut, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Zurück da lang, oder? Ja. Und rennen, Edge, rennen! Ach, dieses Sprinten ist echt das Sinnvollste, was sie in dieses Spiel eingebaut haben. Das Ding macht echt sau gruselige Geräusche. Alter Verwalter. Komme ich hier auf einen Überfall? Ich guck einfach mal. Mehrfach Todesstoß. Mehr Geld! Also, du musst jetzt nicht für jeden Pups da Spezialfähigkeiten raushauen. Er gibt echt alles. Andere Richtung. Und ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit von meinem Himmelstrip. Die Liebe, die macht viel Spaß. Viel mehr Spaß als irgendwas. Ja, ich bin Fan von den 80er Jahren. Also von der neuen deutschen Welle. Ich höre das gerne. Gott, dieses Ding macht ein Geräusch. Oh Gott, Geld. Oh mein Gott. Und der lacht auch noch blöd. Lass mich da runterspringen. Weg. Ah, besser. Gut, wir müssen jetzt geradeaus. An dir vorbei. Das wäre so ein Viech. Wir müssen da entlang. Boah, dieses Geräusch. Schlimm. Richtig schlimm. Hier rum ist richtig, ja. Hier rum, da rum, li rum. Ja, den vermisse ich auch irgendwie. Ja, ich vermisse Projekte, wenn sie zu Ende sind. Los Odyssey zum Beispiel hat ein Riesenloch in meinem Herz hinterlassen. Feilschen. Ey, jetzt sag nicht, wir kriegen die Sachen gleich günstiger, dann raste ich aus. Gegenstände einsetzen.
Vermittelt passive Kenntnisse im Falschen, was den Verkaufspreis von Gegenständen steigert. Okay. War irgendwie klar, dass sie das kennen. Wie sie das lernen kann. Weil sie ja doch irgendwie die redegewandteste von uns ist. Also von unseren Protagonisten. Ich finde übrigens, dass das Spiel, was die Charaktere angeht, sehr ausgeglichen ist. Wir erfahren über alle Charaktere was. Über einige schneller, über andere weniger schnell. Es gibt jetzt keinen irgendwie Hauptprotagonisten. Klar ist das meist alles aus Edgy seiner Sicht. Aber ansonsten finde ich das sehr schön gebalanced. Haben schwer. Jetzt sag nicht. Der ist besser. Hä? Möglich Angriffe, 20% Schadensbonus bei Vögeln. MP-Schaden plus 10%. Ich rüste einfach mal aus. Dabei habe ich doch einen neuen Stab gekauft. Wenn ich jetzt auch noch Krallen für Dings kriege, dann raste ich aus. Nee, geh weg. Bin ich richtig? Ja. Hier, ein neues Rezept. Gut, dann haben wir jetzt alles abgegrast. Das heißt, wir können zu diesen Stufen. War das jetzt hier rein? Ja. Und wie geht's weiter? Nach links. Geradeaus. Nächste Kreuzung links. Bitte links halten. Ich weiß nicht, ob ich euch die Story mal erzählt habe, aber... Oh, Viech, geh weg. Die ist es eigentlich echt wert, dass man sie nochmal erzählt. Ich war mit meiner Mama. Wir haben das Navi geliehen gekriegt vom Kumpel. Und da sind wir mit dem Navi nach Hause gefahren. Und da sagte das Navi bei einer Autobahn, also bei einer Autobahnkreuz, bitte links halten. Und da sagt meine Mutter, wir halten jetzt aber nicht, wir fahren durch. Ich musste so lachen, dass ich fast das Autobahnkreuz verpennt habe. Das war so sensationell gut. Also, ne, bitte links halten. Also die meinte halt, dass wir die linke Spur halten sollten. Und meine Mutter hat das halt so verstanden, dass wir links anhalten sollen. Wobei man auf der Autobahn eh nie links ranfährt, sondern rechts. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Es war spät, es war mitten in der Nacht. Es war sehr lustig. Wo zur Hölle sind wir? Da sind Kisten. Und da ist was zum Heilen. Ich würde sagen, wir machen das Viech hier einmal. Und dann speichern wir. Heilen wir und speichern wir. Oh Gott, zwei von denen gleich. Wunderschön. Ich habe echt noch nie so was Geiles gesehen. Ja, der ist jetzt pissig, das kann ich mir denken. Ich habe jetzt übrigens auch Ushimere gelesen. Und nicht Urschimere. Naja, was soll's. Das ist so krass, wie sie den Gegner mit der Attacke einfach mal total ausschaltet. Dass die anderen in der Zeit so lange draufhalten können. Gut. Oh Gott, Gegner, geh weg. Ich speichere eben. Aber wir sehen uns dann gleich wieder. Oh Gott,
ist das gruselig. Da bin ich wieder und... Wow, guckt euch das Ding mal an. Krasser Gegner. Also dieser Phönix. So, der ist weg. Der Vogel ist böse. Vogel, komm mal her. Aua. Gut, dann wollen wir mal Zorn aktivieren. Ey, das Viech geht so krass ab. Ich sehe teilweise gar nicht, was es macht. Es ist einfach nur hell und... Und er ist tot. Wow. Wow. Also das Viech war echt wow. Aber einmal reicht, wenn ich ehrlich bin. Da ist er. Er beabsichtigt offensichtlich, die heiligen Juwelen zu ergreifen. Wir müssen uns beeilen, Herr Edge. Charaktere, warte mal. Kampfkonfiguration, wir machen das ganz langsam. Taktik. Lief ja gut. Taktik ändern. Freistilkampf mit aller Kraft. Freistilkampf mit aller Kraft. Freistilkampf mit aller Kraft. Gruppenkampf mit aller Kraft. Ja, genau so und nicht anders. Dann wollen wir mal ganz kurz Kenntnisse einsetzen. Brauchen wir mal wieder hier einen Heiler. Gut. Und dann würde ich sagen, können wir noch dran vorbeilatschen. Ja, können wir. Gut, dann holen wir uns nämlich erst die Kisten für den Fall, dass er das hier alles kaputt macht. Hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, dieses Viech. Aus dem Nichts gefühlt. Können ja auf jeden Fall ordentlich leveln. Doppelblindside? Was ist denn Doppelblindside? Verhindert Konter. Was zur Hölle? Oh Gott, geh weg von mir, du Ding. Gedächtniskartafel. Nee, ihr geht alle schön weg. Ich will nicht nochmal gegen dich, Vogel, kämpfen. Ach du Scheiße, geh weg. Heilige... Nicht im Ernst. Die haben wir jetzt so gekriegt, ohne dass wir uns kaufen mussten. Oh. Irgendwie habe ich kein Glück. Ich will doch nur durch dieses Ding laufen. Okay, geht doch. We can use this.
can't keep being a nuisance forever. Ja, schön gesagt. Weg hier. Boah, die machen alle Geräusche. So. Gut, dann hinter den Ding her. Geheilt sind wir. Da oben ist auch noch eine Kiste. Und noch was zum Abbauen. Nein, nochmal gegen den Vogel. Und gegen so ein Chimärenviech. Aber der Vogel ist fast tot. Aua. Der Vogel ist tot. Alter, der gibt Erfahrung. Krass.